Okay, dann fangen wir jetzt an. Ich sage jetzt zum ersten Mal stellvertretend für Mediale Pfad und das ganze organisierende Team herzlich willkommen an alle zum We Are Makers Ausgabe 28 zum Thema pädagogisches Making in der Grundschule. Schön, dass ihr da seid. Ich übernehme heute die Moderation. Mein Name ist Fidel. Ich arbeite auch für Mediale Pfade. Und ich würde gerne so ein paar Dinge im Vornherein ansagen, besonders über die Technik und über den Modus, in dem wir hier zusammen kommunizieren. Und genau, da lege ich mal gleich los. Die erste Ansage ist, dieser Videocall wird per YouTube live gestreamt. Und wer das nicht möchte, also wer sich selbst nicht dann später oder jetzt auch live sehen möchte oder hören möchte, schaltet einfach das Video und den Ton aus. Dann erscheint ihr nicht. Dann auch zum Video ist wichtig, während wir Inputs geben, bitten wir euch, das Video auszuschalten. Dann fällt es uns leichter, die verschiedenen Bildschirme zu koordinieren. Genau, und ansonsten könnt ihr es gerne anlassen. Und für den Ton gilt dasselbe. Das ist immer ein bisschen kompliziert, wenn viele auf einmal sprechen. Das habt ihr vielleicht in den letzten Tagen in anderen Videocalls schon gemerkt. Das heißt, standardmäßig bitten wir euch, den Ton stumm zu schalten. Und dann, wenn ihr sprecht, den Ton anzuschalten, so wie ich das gerade gemacht habe. Ihr hört mich nicht, ja? Ist der Ton gut? Ja, okay. Alles klar. Ich leite euch durch den Tag. Ich werde gleich eine ganz kurze Ansage auch sagen zu dem Ablauf. Davor aber noch ein paar weitere Informationen. Wenn ihr Fragen habt zwischendurch, dann schreibt sie bitte in den Chat, besonders bei den Inputs von Christine und Kadi. Ich werde die Fragen sammeln und dann gesammelt an die beiden Stellen als Moderation. Und wir haben dann in den Breakout-Sessions, die später kommen, das ist der letzte Teil, nochmal die Möglichkeit, mehr zu interagieren und auch, ihr habt auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da läuft es dann ein bisschen anders, da könnt ihr dann auch was sagen und euren Ton einstellen. Und das wird dann getrennt moderiert. Das heißt, wir gehen in zwei verschiedene Runden. Eine Runde mit Kadi und eine Runde mit Christine. Gut, dann noch eine letzte Ansage. Ich würde alle bitten, die jetzt hier teilnehmen, über Zoom einmal sich selbst vorzustellen, und zwar nicht per Stimme, sondern per Chat. Da könnt ihr einfach euren Namen aufschreiben, Vorname nur, wenn ihr wollt, oder auch Nachname und eure Institution. Das wäre schön für alle, dann können alle ein bisschen mitlesen, wer eigentlich dabei ist. Okay, gut, jetzt nochmal zum Ablauf. Zuerst wird Daniel Seitz, der Geschäftsführer von Mediale Pfade, auch ein kurzes Willkommen sagen und was zu dem Format We Are Makers. Im Anschluss übernehme ich kurz und gebe dann weiter an Christine Kolbe, die etwas über pädagogisches Making, also eine Einführung, darüber geben wird. Und nachdem ich wieder kurz übernommen habe, geht es dann in die Live-Schalte zu Kadi. Und zwar ist Kadi in der Gustav-Falke-Grundschule in Berlin-Mitte und wird dort am Beispiel von einem echten Makerspace, der eingerichtet wurde von ihr und unseren KollegInnen, vorstellen, was da so für Möglichkeiten bestehen, zu arbeiten. Ja, ganz genau. Und am Ende werden wir dann in die zwei verschiedenen Bereiche gehen, die zwei verschiedenen Breakout-Sessions, und werden da dann nochmal interaktiver zusammen sprechen können und auch mit bestimmten Leitfragen, die wir uns überlegt haben, darüber sprechen, wie diese Inhalte, die wir dann heute mitgeben, auch für eure Arbeit relevant sein könnten. Ja, das war erstmal das Wichtigste. Ich gucke noch einmal kurz auf meine Liste, ob ich noch was vergessen habe. Es gibt ein HackMD, dessen Link ich jetzt kopieren werde in den Chat. Für alle, die interessiert sind, da könnt ihr auch mitdenken, mitschreiben, mitarbeiten. Das ist sowas wie die Dokumentation dieses Events. Genau. Okay. Wenn ich noch was vergessen habe, werde ich das später nochmal anmerken. Ich werde auch nochmal genauere Gesprächsregeln zu den Breakout-Sessions dann direkt davor ansagen. Ansonsten bitte ich euch jetzt, die Videos auszumachen, wenn die Inputs kommen, und auch den Ton auszuschalten, und übergebe hiermit an Daniel. Ja, auch von mir herzlich willkommen.
freue mich sehr auf, ich weiß gar nicht, war mein Ton gerade schon, auf jeden Fall nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid, freue mich sehr auf ja, den ersten digitalen, reinen Online-We Are Makers. Das ist die 28. Version, 27 Mal haben wir es offline geschafft und tatsächlich den Raum nicht digital zu erweitern, ist ja irgendwie vielleicht dann doch ganz schön, dass es jetzt mal wir alle gezwungen sind, ein paar Sachen anders zu machen. Normal war das Format gedacht, dass wir, also man sagt so oft, ja, tolles neues Tool oder tolle neue Methode, man müsste sich die mal anschauen und dann kommt der Alltag und man kommt nicht so richtig dazu. Und so aus diesem Grundgedanken hat sich Via Makers entwickelt, dass wir uns ein eigenes Fortbildungsformat schaffen, wo wir einfach immer wieder Dinge ausprobieren, in Frage stellen, neu machen. Und von Anfang an hatten wir den Kreis eben nicht nur auf uns selbst beschränkt, sondern immer schon auch KollegInnen aus dem Feld der Jugendarbeit und aus verschiedensten Bildungsbereichen mit eingeladen. Und genau, ich würde sagen, das ist eine stabile Community. Wir waren immer zwischen 5 und 30 Leute, so ganz unterschiedlich. Heute sind wir gleich mal zum Start mit 30 Leuten und sowohl Berliner KollegInnen als auch bundesweit, das ist sehr schön, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt, diesem Format. Wir haben uns immer zwischen Bildung und Bier bewegt, so war ein bisschen das Zeichen, haben uns Pizza bestellt und Getränke geholt. Den Teil müssen diesmal alle selbst organisieren und zeitlich haben wir uns auch noch mal ein bisschen verschoben, weil wir den Eindruck hatten, dass es irgendwie gerade ganz gut ist, auch nicht nur die Abende nicht auch noch mit Arbeitskram voll zu klatschen und wo jetzt vielleicht doch alle ein bisschen mehr Zeit haben, das auch in ihren normalen Arbeitsalltag zu integrieren, die Fortbildung. Genau, das scheint auch soweit gelungen zu sein, wenn wir gleich zum Start mit so vielen Leuten starten. Ja, und genau, und dann freue ich mich jetzt sehr auf das Thema und auf die Inputs von Christine und Kari und ja, wünsche uns viel Spaß. Genau, gebe weiter an, nochmal zurück an Fidel oder an Christine, das weiß ich jetzt nicht. Ich nehme das Wort einfach mal direkt an mich. Okay, ja, jetzt würde ich gerne Christine einleiten. Könnt ihr mich hören? Einmal kurz nicken. Ja, funktioniert. Okay. Wir werden jetzt was von Christine hören. Und das ist erstmal eine Einführung in pädagogisches Making mit Grundschulkindern. Und wer Christine Kolbe noch nicht kennt, ich sage mal so ein ganz paar kleine Dinge zu ihr. Vielleicht kann sie da nochmal was hinzufügen, wenn ich was vergessen habe. Sie hat im Rahmen des EU-Projekts Do It, bei dem Mediale Pfade als deutscher Partner beteiligt ist, hat sie gesellschaftliche Fragestellungen für Grundschulkinder entwickelt und erprobt im Kontext von Making. Und sie ist im MP-Team maßgeblich an der Konzeption davon beteiligt. Genau, und dieses Projekt zusammen mit Save the Children Deutschland umgesetzt. Genau. Okay, dann gebe ich jetzt direkt an Christine weiter. Bitte schön. Ja, danke Fidel und hallo euch da draußen. Ja, schön euch zu sehen in diesen Zeiten und ja, dieser Tage und toll, dass wir den We Are Makers trotzdem machen und auf die Beine stellen können. Genau, ich bin heute jetzt nach vielen, vielen Tagen auch mal wieder im Büro in unserem tollen neuen Livestreaming-Studio. Also ich habe hier den besten Platz, glaube ich, erwischt mit tollem Mikro und Licht und so. Freue mich sehr, euch dann später ja mitnehmen zu können oder Kadi in den Makerspace selber, den wir gebaut haben. Und ich wollte euch jetzt erstmal ins Thema reinführen, eine kleine Hinführung geben. Dazu werde ich jetzt meinen Bildschirm teilen und eine kleine Präsentation starten. Das versuche ich jetzt. Teilen und präsentieren. So, da sollte es losgehen. Da hat Daniel eben was zu erzählen. Genau, was haben wir heute vor? Fidel hat es kurz erwähnt über die Projekte, in die ich jetzt eingebunden
wahr, die ich auch zusammen denke, weil sie sehr aufeinander aufbauen. DUET ist ein großes EU-Projekt, wo wir jetzt im dritten Jahr sind, kurz vor Schluss im Rollout. Entrepreneurial Skills for Young Social Innovators in an Open Digital World. Dahinter verbirgt sich ganz klar auch pädagogisches Making in gesellschaftlichen Kontexten, sehr lösungsorientiert, bereits mit sehr jungen Kindern in Makerspace-Umgebungen zu arbeiten und darauf aufbauend und mit dieser Expertise konnten wir im vergangenen Sommer mit Save the Children Deutschland ein Projekt starten, den Makerspace an Schule, Kind- und jugendgerechtes Lernen in digitalen Räumen. Und da handelt es sich tatsächlich um einen wirklich veränderten Klassenraum, zwei Klassenräume, die wir komplett umgebaut haben, die wir euch dann später zeigen werden. Darüber wollen wir mit euch in den Austausch kommen und die Inhalte vorstellen. Geplant war eben auch eine feierliche Eröffnung dann des Makerspace. Das holen wir auf jeden Fall nach. Genau, wir vermissen unsere Kinder, mit denen wir schon gestartet sind, 2 Wochen ganz arg. Aber genau, so ist auch gut, wenn wir irgendwie am Thema dranbleiben und irgendwie den Vibe so ein bisschen weiterführen. Genau, hier ist nochmal der Ablauf vom We Are Makers, nochmal als Präsi, als Orientierung. Wir wollen dann euch später auch 2 Einheiten ganz konkret vorstellen, damit es so ein bisschen greifbarer wird. Das ist auch ein ganz zentrales Element von We Are Makers, also sogenannte Hands-on an Stationen, wirklich was ausprobieren. Ja, so löten ist ein bisschen schwierig, virtuell, aber genau, wir hoffen, wir haben da jetzt eine Form gefunden, dass wir euch da trotzdem gut mit reinnehmen. Und dann wollen wir euch ganz dringend auch euch hören, im Q&A und ein moderierter Austausch, auch in kleinen Gruppen hier im Zoom. Das kann man organisieren und wir sind ganz gespannt darauf, wie das funktioniert. Nochmal für einige vielleicht, die nicht wissen so genau, nochmal ein Überblick, was ist eigentlich ein Makerspace? Makerspace-Bewegung gibt es schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich. Sie wird immer prominenter auch in Deutschland. Öffentliche Werkstätten, öffentlich zugängliche Werkstätten mit ziemlich High-End-Technik, digitaler Technik, aber auch ganz Oldschool-Werkzeugen. Die FabLab-Bewegung ist ein gutes Beispiel. Die ist weltweit organisiert, also Menschen, die sich dazu entschlossen haben, gemeinsam zu werkeln, ihr Wissen auch zu teilen. Happy Lab hier in Berlin, aber auch viele öffentliche Büchereien richten inzwischen Makerspaces ein. Ganz zentral Makerspace, Zugang zu modernen digitalen Fertigungsverfahren. Das ist natürlich auch Teil dieser Bewegung, dass auf einmal nicht mehr die Industrie die großen interessanten Maschinen hat, sondern der Einzelne, die Einzelne selber mit anpacken kann und selber loslegen kann in solchen Werkstätten. Ganz typische Geräte sind der 3D-Drucker, mit Kunststoff eben Gegenstände zu fertigen, auszudrucken, der Lasercutter, also hochpräzise, sehr schnell verschiedene Materialien auszuschneiden und genau, Lötstation, sicher auch so Elektronik, Prozessor, so Prozessorenarbeit, Sensorik, Robotik, all sowas kann man tun im Makerspace. Ganz wichtig für uns auch, mit rauszunehmen aus der Makerspace-Bewegung für die Pädagogik, ist der letzte Teil, den ich hier aufgeschrieben habe, Wissen wird dokumentiert und gerne weitergegeben. Also das ist im Grunde ein ganz starkes Selbstverständnis von vielen Makerinnen und Makern, dass man das Wissen gut dokumentiert, wenn man gescheitert ist und ausprobiert hat, aber auch dann was entwickelt hat, was funktioniert hat, eine neue Idee, dass das gut dokumentiert wird und meistens offen ins Netz gestellt wird, auch ganz viel auf YouTube-Kanälen. Das machen wir uns sehr stark zu eigen und zu nutzen. Da wird Kadi uns später noch viel zu erzählen. Genau, das ist der Makerspace. Was ist dann wiederum das pädagogische Making? Wir denken es auf jeden Fall nicht als Unterrichtsfach, sondern als Lernort, als physischer wirklich Lernort in einer Schule möglichst.
und ganz klar auch als pädagogischer Ansatz. Also als ein Ankerpunkt für ganz, ganz unterschiedliche Fächer, in dem unterschiedliche fächerübergreifendes Projektlernen zusammenkommen kann oder aber auch, wo man Anschlüsse schaffen kann zu einem Fachunterricht, dass man beispielsweise für ein Matheprojekt in den Makerspace geht und dort etwas entwickelt, entwirft mit den Kindern und Jugendlichen, wo ganz klar mathematische Fachkompetenz auch dann gebraucht wird beispielsweise. Wir denken pädagogisches Making sehr stark aus dem Do-It-Ansatz, auch immer als ein Ort, wo sich mit gesellschaftlichen Fragestellungen auseinandergesetzt wird, also beispielsweise das Nachhaltigkeitsthema, also selber machen, reparieren, Lösungen finden, vielleicht zum Energiesparen oder zu alltäglichen Problemen. Das hat einen guten Ort im Makerspace, aber auch das Miteinander, das ist dafür auch einfach ein sehr guter Ankerpunkt, auch auf Schule gedacht beispielsweise, auf Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Hier ist ein Ort, wo Probleme erstmal erkannt werden, Lösungswege gefunden werden und Ausdrucksformen entwickelt werden können. Das ist ein ganz, ganz starker Punkt für pädagogisches Making. Aber natürlich auf jeden Fall auch das Arbeiten mit den Händen und mit Technik, auch Ausdruck, künstlerischer Ausdruck, Arbeiten im Team. Das spielt alles mit rein in das Pädagogische, die pädagogische Verwertung sozusagen von der Maker-Bewegung. Und genau, was jetzt für unsere spezielle Entwicklung in der Grundschule, in der Gustav-Falke-Grundschule ganz zentral ist, ist auch eine Leitlinie Werte, dass wir eben Mitbestimmung und Kinderrechte und Nachhaltigkeit da ganz klar als Querschnittthema mitdenken. Warum Makerspace in Schule? Natürlich, um pädagogisches Making sehr sichtbar in die Schule zu tragen, um Geräte, ja, Fertigungstechnologien da auch zur Verfügung zu haben, um genau das machen zu können, also gesellschaftliche Fragestellungen, einen Ort zu haben, um die zu verhandeln, um Projekte zu entwickeln, die quer zu den Fächern laufen, die sich mit Fächern verbinden. Sicherlich auch um Zukunftskompetenzen, worüber viel geredet wird, also die 21st Century Skills, denen einen Ort zu geben, was auch in vielen Teilen noch zu wenig in Schule passiert, bin ich der Meinung. Nachhaltige Entwicklung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, also alles das, was an die globalen Entwicklungsziele angedockt ist, das macht Sinn, dafür einen Makerspace zu haben in Schule, also eine gut ausgestattete Werkstatt oder die Möglichkeit, diese Art von Pädagogik zu entfalten. Es ist ein Ort, wo individualisierter Unterricht passieren kann, sehr, sehr gut. Das haben wir jetzt schon gemerkt, auch bei unserem Start, dass diese Art von Pädagogik stark auf Potenzialentfaltung und Teilhabe setzt oder ja besser, vielleicht sogar besser umsetzt. Und last but not least, natürlich auch ein Ort für Berufsorientierung. Also im Makerspace haben wir die Maschinen, die Gerätschaften, die auch in der Arbeitswelt immer stärker eine Rolle spielen werden oder auch die Grundprinzipien dieser Ausstattung, digitales Modellieren, CAD-Modelle, also diese Dinge. Ganz wichtig für uns immer mitzukommunizieren für den Schulkontext, Maker-Pädagogik. Wir gehen nicht ausschließlich auf die sogenannte MINT-Fächergruppe, also nicht die Naturwissenschaften und Informatik und Mathematik, nicht nur Technik. Der neue Term, haben wir gelernt, ist dafür MINT, also die Künste sind auch mit da drin. Das ist eine Ableitung aus dem englischsprachigen Diskurs From STEM to STEAM, also das A, Make the A great again, hatten wir irgendwie mal bei Do-It entwickelt. Also das ist ein ganz, ganz toller Mehrwert und ein ganz
ganz wichtig auch immer zu vermitteln, dass im Grunde nicht, also alle, viele Fächergruppen im Makerspace ihren Ort finden, also eben auch Sprachen, Lese- und Schreibkompetenz da ihren Ort haben oder künstlerische Projekte und soziales Lernen eben auch. Genau, digitale Welten spielen eine Rolle und für das Projekt in der Grundschule haben wir sehr stark mitgedacht. Natürlich auch ein Ort für Medienbildung. Das haben wir konzeptionell ganz stark und ja, sichtbar verankert. Wir haben sogar zwei Räume in diesem Space, dass wir eine handlungs- und produktorientierte Medienbildung da praktisch umsetzen können, indem wir eine Medienwerkstatt auch haben. Ganz kurz zu dem Ablauf unseres Modellprojekts in der Gustav-Falke-Grundschule, das Save the Children-Projekt. Wir haben da einen Raum umgewandelt, einen ganz normalen Klassenraum, oder so ganz normal war er auch nicht, weil er auch einen sehr starken Techniklager und Abstellraum für alles Mögliche war. Wir haben da eine Woche sehr intensiv geräumt, geschuftet, sortiert, Möbel umgestellt, Möbel neu aufbestellt, aufgebaut, entwickelt. Genau. Und wir haben jetzt seit Schulhalbjahresbeginn, seit Februar, da drei Modellklassen im Projekt, also zwei Regelklassen der Jahrgangsstufe 5, also in einer ganz normalen Klassengröße, die in jeweils in Teilung gehen in die beiden Räume oder in die Maker-Werkstatt und die Medienwerkstatt. Also da haben wir dann immer so 10 bis 12 Kinder in jeder Gruppe. Und zusätzlich haben wir noch einen Wirtschaft, Arbeit, Technik-Kurs der Jahrgangsstufe 7 von der gegenüberliegenden Ernst-Reuter-Oberschule, weil uns und Save the Children auch ganz wichtig war, nicht nur an der Grundschule agieren, sondern auch immer die Übergänge im Blick zu haben. Wie funktioniert der Raum? Also wie wird es einerseits ein kindgerechter Raum, aber wie öffnet er sich auch Zugänge zu etwas älteren Schülerinnen und Schülern? Genau, da haben wir eine kleinere Kursgröße und wechseln da die Räume dann je nach Impulsen. Genau. Und geplant war oder ist natürlich auch immer noch, dass jeder Schüler 10 Basisimpulse durchläuft, in denen er sie die beiden Räume gut kennenlernen soll, also sich selbst zu eigen machen kann, soll einmal die Medienwerkstatt kennenlernt mit 5 Impulsen und mit 5 Impulsen die Maker-Werkstatt. Das sind immer jeweils so 2 Zeitstunden, wo wir die Pausen auch selber setzen können. Also wir können so richtig gut in den Maker-Flow auch gehen. Da sind wir sehr dankbar, dass die Schule uns das ermöglichen konnte. Und wir haben da ganz tolle, interessierte Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, ein Kollege ist auch hier jetzt bei dem Treffen dabei, was mich sehr freut. Genau. Und das Projekt ist natürlich auch so angelegt, dass wir mit den Kolleginnen und Kollegen in den Schulen die Dinge weiterentwickeln wollen. Wir haben 10 Basisimpulse im Regelunterricht und münden mit diesen Impulsen, so war der Plan, kurz vor den Sommerferien in eine längere Projektwoche, in Projekttage, wo wir alle Teilnehmerinnen, alle Schülerinnen und Schüler des Modellprojekts zusammenholen wollen. Wir hoffen natürlich sehr, dass das noch gelingt und dass die Schulen irgendwann wieder offen sind, dass wir zumindest noch alle Geräte einführen können und dann auch in diese selbstgesteuerten Projekte gehen können. Da sollen die Kinder in Teams arbeiten, sie sollen sich selber Themen setzen mit Schwerpunkt Mitbestimmung und Nachhaltigkeit und sollen nochmal richtig gut nicht nur unsere Impulse aufgreifen, sondern auch ins eigene Machen kommen. Zusätzlich ist geplant, noch nicht angelaufen, wöchentlicher offener Nachmittag. Auch das hoffen wir, dass wir da auch für andere Kinder, vielleicht auch jüngere, öffnen können. Vielleicht wird es auch ein zweites Projekt geben,
Wir hoffen das sehr und sind gespannt, aber grundsätzlich ist natürlich auch dieses Konzept zur Nachahmung für andere Schulen geöffnet und wir denken, dass sich da in den nächsten Jahren da hoffentlich viel tut und viele Nachahmer findet und wir da auch noch unsere Erkenntnisse sammeln können. Die beiden Werkstätten wird euch Kadi gleich nochmal genauer vorstellen. Wir haben hier unsere 5 Impulse zur Maker-Werkstatt. Da haben wir schon eben mit den ersten beiden Impulsen losgelegt in den letzten Wochen vor der Schulschließung. Altgeräte zerlegen, dann, jetzt bin ich da nochmal vorgesprungen. Löten, einfache Stromkreise, das sind jetzt erstmal der technische Blick auf die Didaktik. Dahinter steht auf jeden Fall auch ein thematischen verbindender Bogen, dass wir mit spezifischen Leitfragen reingehen in diese Einheiten und die Kinder nicht baukastenmäßig die Gerätebedienung erlernen, sondern dass sie immer einen kontextualisierten Zugang dazu finden. Also möglichst natürlich auch eine Eigenmotivation, warum sie jetzt eben den Computer auseinanderschrauben und Kabel retten. Und die brauchen wir dann wiederum in der nächsten Einheit. Und da bauen wir dann ein Mitbestimmungsposter. Auch das zeigen wir euch gleich noch. Genau, wir haben einen 3D-Drucker da, eine Stickmaschine. Das ist sehr spannend, weil wir das mit Turtle Stitch kombinieren wollen. Das ist eine Plattform, wo man über das Stickmuster Programmieren, Einstiege ins Programmieren finden kann. Also computergenerierte Muster aufsetzen kann. Und wir finden es sehr spannend, eben auch vom Material mal auf Textil zu setzen. Also auch unter Gender-Gesichtspunkten bestimmt sehr sinnvoll, dass man nicht immer nur harte Materialien hat. Der Lasercutter wird bei uns eher mit Holz, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit, voraussichtlich bespielt werden. Da gehen wir sehr stark auf Steckverbindungen und Körper bauen, Boxen bauen. Auch dazu haben wir Material hier im Hintergrund und können noch mal genauer drauf eingehen. Es geht grundsätzlich in der Maker-Werkstatt darum, digitale Fertigungsverfahren kennenzulernen, also Grundprinzipien zu verstehen, dass ich erstmal eine individuelle Vorlage machen muss am Computer, eine digitale Vorlage machen muss, aber eben auch kann und die Maschine es dann mir genauso ausdruckt. Der Datentransfer zur Maschine ist bei uns auch sehr sichtbar und nicht über ein Netzwerk im Verborgenen, sondern man geht mit seinem USB-Stick dann zu der Maschine hin vom Computerarbeitsplatz. Genau, und der Ausblick natürlich auf weitere Einsatzfelder ist uns natürlich auch sehr wichtig. Darüber hat der Makerspace auf jeden Fall auch Anschlüsse zu weiteren komplexeren Themen der Elektronik, externe Steuerung, Übergänge dann eben auch zu Robotik und Sensorik. Ganz spannend eben unsere ganz klare Gleichgewicht und Zweiteilung. Wir denken den Makerspace eben immer als Medienwerkstatt und Makerwerkstatt. Hier wird es eben auch eine sehr hands-on, eine sehr produktive Medienarbeit geben oder gab es eben auch schon mit den ersten beiden Impulsen. Soundbearbeitung, Videoproduktion. Wir werden uns intensiv mit sozialen Medien befassen, über Instagram, so der stärkste Kanal, sicherlich bei Kindern auch diesen Alters schon. Und dann auch ins Modellieren kommen über die Möglichkeit der 360-Grad-Fotografie. Da haben wir schon in Vorläuferprojekten festgestellt, dass das sehr guten Anklang findet, eben sich unter der VR-Brille digitale Räume zu schaffen, sich da gestalterisch auszutoben und mit dem Programm Co-Spaces der Plattform da dann ganz aktiv gestalten, tätig zu werden. Ziele in der Medienwerkstatt ist eben die kreative Medienproduktion, die digitalen Werkzeuge kennen und bedienen lernen. Also so diese Tool-Kompetenz, aber auch das, was in einem Makerspace unglaublich wichtig ist, zu dokumentieren, Geschichten zu erzählen und Erfolge sichtbar zu machen. Wir
bieten damit natürlich sehr greifbar die Anschlüsse zur zeitgemäßen Medienbildung ganz deutlich. Kinder lernen hier sicher recherchieren und orientieren sich, arbeiten viel mit dem Internet, aber sie bekommen natürlich auch Inputs quasi nebenher zur präventiven Medienbildung. Da sind dann die Schlagworte Bildrechte, Persönlichkeitsrechte, Kinderschutz, Kinderrecht und Kinderschutz läuft als Querschnittsthema bei uns mit. Und natürlich auch solche Themen wie Fake News und Hass im Netz, also solche Themen über die Bindungsarbeit mit den Kindern streifen wir, wenn wir in solche Projekte gehen, immer auch mit. Ja, hier nochmal das Pädagogin-Team. Kadi wird euch gleich durch die Räume führen. Fabian, weiß ich, der musste gucken, der ist gerade umgezogen und war ziemlich im Stress. Jelka kann leider heute nicht dabei sein, weil sie in anderen Projekten auch zeitgleich einen wichtigen Call hat. Das sind unsere Aktiven, genau, die mit den Kindern noch arbeiten. Ich würde euch bitten, Fragen in den Chat zu schreiben. Wir wollen jetzt keine längere Fragerunde machen, sondern das dann möglichst in den kleineren Breakout-Sessions unterzubringen. Ihr kriegt diese Präsentation auch, stellen wir euch zur Verfügung. Da findet ihr dann auch alle weiteren Anschlusslinks oder wer jetzt hier nochmal gucken will, pet.medialepfade.net Makerspace, das ist unsere Übersichtsseite. Da findet ihr schon alles an OER, was wir bis zu diesem Zeitpunkt jetzt schon noch raushauen konnten und euch zeigen wollen. Das sind die Ressourcen, auch hier noch die weiteren Links. Und genau, ich gehe jetzt hier mal aus der Präsentation wieder raus. Und mache den Handover zu Fidel. Soweit. Vielen Dank. Ja, danke dir, Christine. Es ist im Chat eine Frage aufgetaucht, die ich dir gerne stellen würde. Eine Sekunde. Und zwar kommt die Frage von Alex und Jelka. Und sie lautet, wie arbeitet ihr aktuell? Seid ihr aktuell mit den Kids in der Pause oder finden Kurse bzw. Angebote online statt? Dann mute ich mich wieder und gebe dir wieder das Wort, Christine. Ja, das ist natürlich eine ganz spannende situative Frage. Wir mussten uns jetzt auch erstmal sortieren. Die Schule musste sich sortieren. Es ist tatsächlich noch nicht so, dass wir Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern haben. Wir bauen jetzt erstmal den Kontakt zu unseren begleitenden Kolleginnen und Kollegen auf. Da treffen wir uns auch im Call. Und genau, das wäre auf jeden Fall eine ganz zentrale Wunsch oder eine Perspektive, sofern es da Möglichkeiten gibt, an die Kontakte zu kommen. Wenn die Klassenlehrer in Kontakt sind, da eben auch vielleicht mit Makerspace-Inputs reinzugehen. Aber wir denken auch, dass jetzt erstmal die Bindung zum Klassenlehrer, zur Klassenlehrerin natürlich das zentrale Moment ist. Und da, glaube ich, alle sich sehr stark am Sortieren sind in der Homeschooling-Herausforderung auch. Also kann ich aus Elternperspektive auch bestätigen. Okay, vielen Dank. Ich schaue jetzt nochmal einmal in den Chat. Es habe keine weiteren Fragen gegeben. Dann sage ich nochmal vielen Dank, Christine. Und komme zum nächsten Punkt. Und zwar machen wir einfach einen direkten Einstieg in den nächsten Input. Und dazu will ich nur kurz vorstellen, wer das macht. Das ist Kadi, Katrin Hühnemörder, die auch für Mediale Pfade arbeitet. Und zu Kadi ist noch zu sagen, dass sie in der Medienbildung aktiv ist und vor allem arbeitet sie daran, kreative Lösungen zu finden, um mit Jugendlichen auf Social Media in Kontakt zu kommen und zu interagieren. Sie macht auch Audio- und Videoproduktion und im Makerspace hat sie den Hut auf für in der Medienwerkstatt.
Genau. Sie befindet sich jetzt gerade live in der Gustav-Grundschule in Berlin-Mitte und wird uns jetzt gleich einen Einblick geben, wie dieser Ort aussieht und was dort alles so vorhanden ist. Ja, damit übergebe ich. Kathi. Ja, danke schön. Herzlich willkommen hier im Makerspace in der Gustav-Falke-Oberschule. Ich bin Kathi, danke für die tolle Einführung. Danke an Christine für den großen Überblick. Und hallo Roman, ich freue mich sehr, dass du da bist. Einer unserer begleitenden Pädagogen, der heute auch hier bei unserem We Are Makers ist. Und toll, dass so viele gekommen sind auf diese Art und Weise. Und wir begehen jetzt zusammen diesen Makerspace. Und dazu mache ich ganz kurz, drehe ich ganz kurz meine Kamera um, denn ihr wollt ja nicht mich sehen, sondern ihr wollt ja sehen, was hier so passiert. Und ich würde, Moment, ich mache das hier gerade mit dem Handy, nicht so einfach. Und ich gehe ganz kurz mit euch raus. Ich versuche, mich so langsam zu bewegen, dass keinem schwindelig wird. Wir haben das heute schon geübt. Wir stehen hier in dem Flur. Der ist gerade sehr leer, weil keine Schule ist. Und gehen jetzt in diesen Makerspace. Ein Klassenraum, den wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Christina hat schon erwähnt, dass hier vorher viele Dinge abgestellt worden sind. Und diesen Raum haben wir auf Null gesetzt, haben alles rausgeräumt und haben einen Makerspace draus gemacht. Ich wollte jetzt so vorgehen, dass ich einmal ganz kurz durch den Makerspace gehe. Christina hat erwähnt, es gibt zwei Teile, nämlich die Maker-Werkstatt, die ihr hier seht, und dann gleich nebenan die Medienwerkstatt. Das wollte ich euch nur zeigen. Es ist uns ganz wichtig, dass das immer zusammengedacht wird, dass der Makerspace auch beide Orte beinhaltet. Das ist hier die Medienwerkstatt, der Computerraum der Schule, der auch als solcher genutzt werden, immer noch genutzt wird. Und dann gehe ich mal zurück und zeige euch, was die einzelnen Stationen im Makerspace sind und wie wir die nutzen. Christina hatte schon erzählt, dass es uns immer darum geht, mit Inhalten einzusteigen, inhaltliche Impulse zu setzen, mit Fragestellungen, die Kinder zu konfrontieren und dann zu überlegen, was gibt es denn für Möglichkeiten im Makerspace, wie man mit diesen Fragestellungen umgehen kann oder wie kann man vielleicht die Probleme oder die Ideen, die sich daraus entwickeln, sichtbar machen oder vielleicht sogar Lösungen finden. Und eine Möglichkeit gibt es hier in der Werkstatt tatsächlich. Also wir haben eine richtige Werkstatt, da gibt es viel Werkzeug, damit man Dinge bauen kann. Und was ganz wichtig ist in dieser Werkstatt, ist, dass wir Regeln haben. Und diese Regeln, oder beziehungsweise alles, was in der Werkstatt sich befindet, das ist farbkodiert, sodass die Kinder auch wissen, was sind Geräte, die sie ungefragt benutzen dürfen, wo müssen sie immer nachfragen oder wo muss ein Erwachsener sagen, dass sie das jetzt benutzen dürfen und woran, wo sollen sie, welche Sachen dürfen sie nicht benutzen. Das ist ganz wichtig, damit wir alle uns auch sicher im Makerspace, bewegen können. Wir haben für Kinderhände kleine Werkzeuge und natürlich auch große Werkzeuge. Es gibt hier eine Werkbank, auch in verschiedenen Höhen. Es ist uns wichtig, wir haben von Anfang an mitgedacht, dass hier ja auch vielleicht mal perspektivisch Erst- und Zweitklässler reinkommen, also noch kleinere Kinder, die also auch hier die Möglichkeit haben sollen, zu arbeiten. Hier gibt es unsere Schrottecke, alte Teile zu legen und alte tolle Teile retten ist ja ein Aspekt gewesen, den wir auch schon durchgeführt haben. Und die sind hier alle in der Ecke. Und wie ihr seht, sind die Sachen alle gelabelt. Wir haben eine Ordnung, das heißt, die Kinder können auch wirklich sehen, wozu gehören diese Geräte. Hier gibt es Lötbestandteile, hier gibt es Batterien, Dinge zum Elektrobasteln. Und das können die Kinder sich selber aneignen und selber gucken, was sie davon benutzen dürfen. Wir haben natürlich ein Waschbecken. Christina hat erwähnt, Kinderschutz ist nicht nur in Zeiten von Corona, sondern immer wichtig für eine Schule. Und deswegen ist es auch wichtig, dass hier auch Hygiene groß geschrieben wird. Eine wichtige Sache, die wir haben, das kommen wir schon zu den Methoden, sind die Logbücher. Das ist auch was, was wir aus dem Monster Lab adaptiert haben. Also Bücher, wo die Kinder ihre Ideen und ihre Gedanken zu den Einheiten, die wir hier behandeln, wo sie reinschreiben können. Ich zeige gleich nochmal ein paar von diesen
Logbüchern, wollte aber nochmal hier rumgehen. Also das ist die Werkstattecke. Christina hat erwähnt, dass wir mit Turtle Stitch arbeiten werden. Die Maschine wird hier stehen. Leider ist uns die Corona-Krise etwas dazwischen gekommen und die befindet sich noch auf dem Weg zu uns. Die wird aber hier dann installiert werden. Genauso wie unser Lasercutter, das das Herzstück werden soll von unserem Makerspace, der auch noch hier eingepackt steht. Dieser Lasercutter, der muss installiert werden von Professionellen. Das dürfen wir nicht alleine machen. Und der Termin hat sich jetzt verschoben und deswegen steht er hier noch in der Kiste. Aber wir hoffen, dass wenn er ausgepackt ist, wir dann ganz tolle Sachen damit machen können. Hier gibt es Arbeitsplätze. Hier gibt eine Lötstation zum Beispiel, die habe ich hier mal. Ich habe die Geräte mal rausgeholt, damit ihr das sehen könnt. Und hier steht unser 3D-Drucker, der dann in der nächsten Einheit dran ist. Da werden wir uns mit dem 3D-Bestuck beschäftigen. Christina hat gesagt, dass hier alles, was hier digital fabriziert wird, das wird hier an diesen Computern fabriziert oder wird da erstellt und dann können die Kinder mit ihren USB-Sticks oder mit den SD-Karten zu dem jeweiligen Gerät gehen und können da die Sachen dann ausdrucken. Genau. So, und dann können wir hier gleich schon mal ein Ergebnis aus einer Maker-Werkstatt uns anschauen. Und zwar haben wir uns in dem letzten Input mit Stromkreisen beschäftigt. Ich hatte erwähnt, es geht immer um eine inhaltliche Frage. Wir haben uns mit der ganzen Gruppe damit beschäftigt, was möchtet ihr eigentlich gerne mitbestimmen? Und zwar sowohl in der Familie als auch in der Schule. Was sind da so Dinge, wo ihr denkt, dass ihr immer Mitbestimmung haben möchtet? Und da haben wir eine ganz große Sammlung gemacht. Und wir haben uns sowohl in der Medienwerkstatt als auch in der Maker-Werkstatt dann mit diesen Mitbestimmungsthemen beschäftigt und haben diese sichtbar gemacht. Und in der Maker-Werkstatt haben die Kinder Poster gebastelt und sich über ihre Wünsche sichtbar gemacht und haben gleichzeitig sich mit Schaltkreisen beschäftigt und Stromkreisen und haben, die haben Schalter gebaut und sieht man das? Ja, da sieht man es gut. Und haben ein interaktives Poster gebaut mit Schaltern, wo man also sehen kann, welches Kind, den Namen lese ich jetzt nicht vor, aber welches Kind gehört zu welchem Wunsch. Wenn man den Schalter drückt, dann sieht man immer, welche Lampe aufleuchtet. Das ist alles selbst gebastelt von den Kindern, die sich, wie gesagt, mit Schaltkreisen beschäftigt haben, die Kabel gerettet haben aus alten Computern und dann die Batterie und die Lampe zusammengelötet haben mit Kabeln hier an dieser Lötstation. Genau, das ist das Mitbestimmungsposter. Wir haben in den OERs auch eine Übersicht mit einigen Zwischenergebnissen. Da kann man sich diese Poster auch nochmal anschauen. Hier ist das andere Poster von der anderen Gruppe. Hier ging es darum, was die Kinder gerne lieber in der Schule mitbestimmen möchten. Da ging es sehr viel darum, dass sie gerne Handys benutzen möchten. Und auch hier leuchtet dann eine Lampe, je nachdem, zu wem der Wunsch gehört. Ja, wie gesagt, also uns fehlt noch der aufgebaute Lasercutter und die Stitchmaschine, aber ansonsten sieht dieser Raum eigentlich schon ganz gut aus. Wir haben hier schon viele Dinge gemacht. Es ist aber auch ein Raum, in dem die Kinder mitbestimmen können, wie er aussehen soll. Das heißt, wir überlegen zusammen, was wir hier noch verändern können, wie können wir diesen Raum dekorieren, gibt es vielleicht Dinge, die wir im 3D-Drucker drucken können oder im Lasercutter, die hier diesen Raum schöner machen. Denn es geht darum, dass sie sich diesen Raum aneignen, dass sie sich hier wohlfühlen und ihn wirklich dafür nutzen, ihre Ideen umzusetzen. Gut, dann gehen wir mal rüber in die Medienwerkstatt, den Computerraum. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht, Robert, aber du könntest ja mal das Bild einspielen, so wie der Raum vorher aussah, wenn das geht. Ich warte mal kurz. Wir haben hier nämlich viel umgebaut. Der Raum war ursprünglich ein Computerraum, so wie er in vielen Schulen, Robert, Dankeschön, so wie er in vielen Schulen aussieht, mit den Computern an der Wand entlang, sodass die Kinder an die Wand schauen und mit dem Rücken zum Raum. Und das haben wir umgestaltet.
und haben diese Tischinseln gebaut und jetzt sitzt man quasi an Tischinseln, an diesem sitzt man an den Computer an Tischinseln und es gibt diese Konferenzinsel. Wir haben die Möbel, die hier im Computerraum schon drin waren, verwendet, weiterverwendet und diese Tische, die kann man beliebig auseinanderstellen, sodass man auch gut in Gruppen arbeiten kann und da Ideen entwickeln kann. Ihr seht schon das große Grüne hier, das ist unser Greenscreen. Das ist eine tolle Sache, ehrlich gesagt. Den Kindern hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dem Greenscreen Videos zu machen, weil man sich mit der Greenscreen-Technik ja quasi in jede Welt katapultieren kann. Also die Chroma-Key-Technik, wie es heißt, funktioniert so, dass man ein Video aufnimmt vor diesem grünen Hintergrund und dann diesen grünen Hintergrund ersetzt mit einem beliebigen anderen Hintergrund. Wir haben das gemacht, indem wir Videos gedreht haben, auch zu den Mitbestimmungsthemen. Die Kinder haben sich also überlegt, was ist der Ist-Zustand einer Situation, die sie gerne ändern möchten und was wäre ein Wunschzustand. Ein Beispiel war, eine Gruppe von Mädchen hat sich überlegt, sie würden gerne Kaugummi kauen im Unterricht, haben sich dafür auch Gründe überlegt und dann haben sie ein Video gedreht, wie ist es jetzt gerade und wie könnte es sein, wenn ihr Wunsch umgesetzt wird. Und dafür haben sie sich Hintergründe gesucht auf Pixabay. Wir haben also auch über Bildrechte gesprochen, wir haben über Urheberrechte gesprochen und darüber, wo man freie Inhalte im Netz finden kann. Und die Kinder haben dann jeweils ihre Hintergründe vor oder hinter ihre eigenen Videos gesetzt und hatten da wirklich sehr viel Spaß dabei. Wir können leider die Videos noch nicht zeigen, weil wir noch nicht alle Einverständniserklärungen von den Kindern zurückbekommen haben. Auch der Corona-Krise geschuldet. Wir hoffen aber, dass wir die, sobald wir das haben, noch nachholen können. Da sind schon ganz schöne Sachen entstanden in der kurzen Zeit, die wir haben. Was hier in der Ecke steht, ist unsere Tonaufnahmebox oder unser Soundbooth, unser Aufnahmestudio. Das ist eine 1x1 Meter schwarze Box, die ist ausgestattet mit Akustikschaum und einem dicken Vorhang. Und dieser Akustikschaum macht, dass der Ton da drin absorbiert wird, der Schall absorbiert wird und dass man eine bessere Klangqualität bekommt. Man sieht hier drin schon ein installiertes Mikrofon. Und wenn man hier reingeht, dann geht da die Lampe an. Und das ist natürlich eine große Attraktion. Viele Kinder haben sich hier sehr gefreut über diese Soundbooth und haben viel Spaß gehabt, hier Sachen aufzunehmen. Was wir machen ist, wenn man hier reingeht, kann man dann durch das Fenster, man hört schon, der Ton ist auch schon viel besser. Also durch das Fenster kann man dann sehen, wer am Computer sitzt. Und die Person, die am Computer sitzt, die kann hier direkt in Audacity, das ist das Programm, was wir nehmen, aufnehmen und kann die Aufnahme dann starten, kann sie stoppen und dann können die Kinder im Nachgang die Aufnahme bearbeiten, können Soundeffekte einfügen, Musik, wie auch immer. Das ist unser Soundbooth und ich habe tatsächlich ein paar Ergebnisse von der Soundeinheit in ein kleines Video gepackt, weiß jetzt aber nicht, ob es möglich ist, das abzuspielen, weil ich habe gerade mitbekommen, dass es da Probleme gab. Warte jetzt ganz kurz auf ein Signal. Wenn nicht, dann gibt es auch das Video, ist eingebunden auf der Zwischenergebnisseite von dem OER. Kadi, kriegen wir hin. Ach so, okay, dann halte ich kurz meine Klappe. Und wir sind live. Audioaufnahme, Interview, Thema. Alle im Makerspace haben die gleichen Rechte, aber nicht die gleichen Rollen. Mit dabei ist heute Greta. Sie wird die Fragen beantworten. Und legen wir mal los mit der ersten Frage. Was halten Sie davon und wieso ist es für Sie wichtig? Ich finde diese Regel gut, denn es ist wichtig, dass jeder die gleichen Rechte hat. Denn es ist besser, wenn jeder mal mitbestimmen kann, aber es ist auch wichtig zu wissen, dass jeder eine andere Rolle hat. Okay. Was heißt das eigentlich, wenn ich fragen darf? Also für mich heißt es, dass alle mitbestimmen dürfen und dass halt
Das heißt ja halt, dass jeder sein eigenes Recht hat. Okay, das war's dann eigentlich auch schon. Danke, dass Sie mitgemacht haben und tschüss. Tschüss. Wir dürfen im Makerspace Essenstisch essen. Jo, wir dürfen im Makerspace essen, Tischen essen. You got to make some space. Don't eat all the time. Make some space or I will come at your face. Yo, there is no time to race. Just in case, boy, listen to me. So you will be full. You old coot, don't be rude. Ska. Yo! Makerspace. Wenn ein Gerät kaputt geht, sagen wir Bescheid, damit es repariert werden kann. Das Aufnahmegerät fällt runter. Nun muss ich es allen Erwachsenen Bescheid sagen, damit es repariert wird. Niemand wird gemobbt oder beleidigt oder für seine Ideen ausgelacht. Leute, das ist uncool. Macht es nicht. Es ist einfach uncool. Bitte macht es nicht. Mobben ist keine gute Sache. Ich sag euch, beleidigen auch nicht. Aber für seine Ideen ausgelacht werden. Das ist wirklich unter aller Sau. Macht es lieber nicht, am Ende passiert es bei euch. Okay, das war's. Was wir hier gemacht haben, war, wir haben uns die Regeln im Makerspace angeguckt, die wir haben, und oder die wir vorgeschlagen haben. Und haben die dann den Kindern gegeben und haben die Kinder gebeten, sich diese Regeln mal anzuschauen und sie vielleicht umzuformulieren und ihre eigenen Worte zu formulieren oder auch gegebenenfalls anzupassen. Und das war die Grundlage für die ersten Soundaufnahmen, die wir dann gemacht haben. Und das war jetzt ein paar Ergebnisse, die wir gehört haben. Die Kids haben wirklich, waren insgesamt, glaube ich, 40 Minuten, die wir dafür hatten. Und ganz schnell haben die da irgendwelche kleinen Songs geschrieben und das war total witzig. Ich zeige hier mal die Regeln. Wir haben das mit so einem Regelmemory gemacht, wo sich, wir haben die Regeln halt hier aufgeschrieben und die Kinder haben sich dann jeweils eine gesucht, haben sich mit einem Partner diese Regel dann angeschaut und haben die dann in ihren eigenen Worten vertont. Also so wollen wir uns diesen Raum auch erarbeiten, indem wir zu den Dingen, die hier in diesem Raum passieren, dann jeweils etwas bauen, etwas machen oder, wie gesagt, in der Medienwerkstatt dazu Videos drehen, die man dann weiterverwenden kann, zum Beispiel in der Klassensprecherversammlung oder in der Schulkonferenz oder so weiter. Ja, das ist der Makerspace und die Medienwerkstatt und ich freue mich auf eure Fragen. Ja, dann übernehme ich mal wieder kurz. Du kannst auch gleich da bleiben, Kadi. Ich fange Fragen direkt zu beantworten. Ja. Ja. Okay, ich fange an mit der. Es gab zwei Fragen und die erste Frage kam von Tina und sie ist: Hallo Kadi, wie eignen sich die Kinder die unterschiedlichen Methoden an? Durch Tutorials? Fragezeichen. Oder auch durch Tutorials? Auch durch Tutorials. Also wir machen schon zu jeder Einheit eine kleine Einführung. Das heißt, bei der Soundeinheit beispielsweise haben wir uns angeguckt, was gehört dazu. Was gibt es hier? Mikrofon, Aufnahmegerät? Wie sieht das Soundbooth aus? Und dann haben wir aber schon sehr Learning by Doing gemacht. Also wir sind dann quasi eine nach dem anderen wirklich in diese Soundbooth reingegangen und haben geguckt, wo muss man dran drehen, was passiert, wenn ich den Kopfhörer laut oder leise drehe und versuche, diese Aufnahmen zu machen und dann im Nachgang zu gucken, wie dieses Programm funktioniert. Es war schon sehr, wir probieren das einfach mal aus. Es gibt allerdings zu allen diesen Stationen Lernkarten. Das heißt, wir haben für die Audioproduktion, fürs Löten, für die Videoproduktion richtig so Schritt für Schritt Lernkarten entwickelt und die Idee ist, dass diese Lernkarten jeweils an der Station auch dann vorhanden sind, sodass man sich die Sachen auch alleine aneignen kann. Die Lernkarten sind auch im Material verlinkt. Aber es geht schon so darum, dass wir mit den Kindern zusammen rausfinden, wie funktioniert das eigentlich. Okay, vielen Dank. Dann habe ich hier noch eine zweite Frage und das ist eigentlich, wenn man es streng nimmt, nicht eine Frage, sondern es sind drei. Ich stelle sie mal nacheinander. Nämlich die erste ist, wie waren die ersten Reaktionen der teilnehmenden Klassen oder SchülerInnen und gab es Unterschiede zwischen der 5. und 7. Klasse?
Also die erste Reaktion, bevor wir in den Makerspace gegangen sind, zum ersten Impuls, waren wir als Pädagoginnen schon mal in der Klasse, jeweils in den Klassen, und haben uns vorgestellt und haben auch schon mal so eine kleine Action gemacht, sodass die Kinder ungefähr wussten, was da wohl auf sie zukommen würde, ohne dass wir wirklich im Raum waren. Sodass wir aber, als wir dann das erste Mal hier im Raum waren, sie uns zumindest schon mal gesehen hatten, trotzdem natürlich sehr aufgeregt waren, es ist eine andere Situation, andere Erwachsene. Das heißt, klar, man muss erst mal irgendwie auch gucken mit Lautstärke und so, schon ist natürlich nicht so gewohnter Unterricht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass sie sehr schnell irgendwie das angenommen haben und dass sie wirklich schnell bei der Sache waren. Also in dem Moment, wo wir wirklich ins Machen kamen, Produktion, als sie die Geräte auch gesehen haben, ist dann natürlich eine große Freude, mal das iPad zu sehen oder mal diesen 3D-Drucker zu sehen, auch Dinge, die vielleicht nicht zu Hause sind, oder die meisten nicht zu Hause haben vermutlich, sodass da schnell eine Begeisterung aufkam bei den meisten. Wir haben aber auch, das ist ja auch so ein bisschen unser Ansatz, gesagt, also wenn jemand sich rausziehen möchte oder vielleicht was anderes machen möchte, dann ist das auch eine Möglichkeit. Es gab Kinder, die sich in einer Gruppe, die gesagt haben, sie möchten partout einfach nicht einen Computer auseinandernehmen und die haben dann eher was anderes gemacht. Also diese Möglichkeiten gibt es auch immer. Und das ist genau die Idee von Makerspace, dass man Angebote macht und die Kinder dann auch entscheiden können, was sie gerne dann umsetzen möchten. Jetzt habe ich die zweite Frage aber schon wieder vergessen. Achso, war ein Unterschied zwischen der 5. und der 7. Gar nicht so sehr. Die 7. Klasse, das ist eine Teilungsklasse, das heißt, es sind weniger. In den 5. haben wir in der einen Klasse 20 und in der anderen Klasse 22 Kinder, wobei immer mal welche fehlten. Also vielleicht waren es so 18, 19. Und die 7., das sind 12 oder 13 Kinder. Tatsächlich gab es von der Disziplin her gar nicht so einen Unterschied. Wir hatten mehr Diskussionen mit den größeren Kindern, wenn es darum ging, mit wem sie jetzt zusammenarbeiten sollen oder wollen. Also da ging es dann schon mehr auch in die ganze Kiste so, die Mädchen wollen nicht mit den Jungs zusammenarbeiten und das machen wir sowieso nicht und so. Also da gab die Diskussionen waren andere und waren tatsächlich länger. Also bis wir endlich mal so ins Machen kamen, mussten wir irgendwie länger mit uns mit denen auseinandersetzen. Mit den kleineren war das schneller. Tatsächlich, das ist jetzt der einzige Unterschied, der mir jetzt so auffiel, was jetzt von den Ergebnissen her, tatsächlich gab es nicht so einen großen Unterschied bisher, aber wir haben halt, wie gesagt, erst zwei Impulse gemacht. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Okay, dann übernehme ich wieder. Es ist noch eine Anschlussfrage von derselben Person, von Liane. Und die würde ich am liebsten gleich verknüpfen mit einer weiteren Frage von Alex und Jelka, die gerade noch reinkam. Und ich will auch gerne Christine wieder in die Runde einladen. Du kannst ja auch Fragen gemeinsam mit Kadi beantworten. Also wenn du möchtest, schalte dich gerne ein, Christine. Die Frage ist, wie werden Lehrkräfte eingebunden? Beziehungsweise wie ist das Verhältnis zwischen Lehrkräften, Anleitenden und SchülerInnen in diesem Setting? Ist die Frage klar? Ja, ist klar. Ich kann ja mal vom Konzeptionellen aus starten. Wir haben uns da viele Gedanken drum gemacht. Das ist natürlich ein bisschen auch der Spagat zwischen Modellprojekt, erstmal ausprobieren, erproben. Und dann wollen wir natürlich trotzdem gleichzeitig auch nicht ins Blaue. Wir wollen für Schule entwickeln und sind uns auch bewusst, dass da die Gegebenheiten und die Betreuungsschlüssel anders sind. Also Betreuungsschlüssel, wie wir ihn jetzt fahren im Makerspace, ist ungefähr 1:6. Also zumindest sind wir mit 12 Kindern zu zweit eigentlich als Betreuende dabei. Also die Begleitlehrer sollen auch immer mehr übernehmen, sind mit dabei. Genau, wir haben ja eine Regelklasse in Teilung, also ungefähr 12 Kinder zu zweit. Im Grunde ja, ist natürlich klar, dass das so im Schulalltag bisher noch nicht der umsetzungsreif, also zumindest für die meisten Schulumgebungen nicht realistisch ist. Und trotzdem wollen wir es auch mit einer dringenden Empfehlung verknüpfen. Also wenn Maker-Pädagogik, wenn dieser Art von Lernort und Pädagogik, Didaktik gefahren wird, dann empfehlen wir dringend, also auf jeden Fall diese Teilungsklassen. Wir sind der Meinung, wenn wir diese Unterrichtseinheiten jetzt so
gut vorstrukturiert haben. Also wir, die werdet ihr gleich auch noch sehen. Wir gehen da wirklich in sehr detaillierte Anleitungen und Pläne, wie man so einen Input gestalten kann. Dann sind wir der Meinung, man kann das mit einer Klasse, einer Gruppe, die man auch kennt, dann auch in einem Betreuungsschlüssel 1:10 hinbekommen. Aber andererseits wollen wir auch Impulse setzen, dass sich natürlich auch Schule entwickelt und verändert. Und das ist ja sowieso sehr bekannt, dass es kleinere Lerngruppen geben muss oder dass neue Ansätze, Inhalte das vielleicht auch wirklich, wirklich erforderlich machen und dass man das vielleicht auch als Chance dann ergreift. Okay. Gut, wir haben keine weiteren medialen Inhalte, ist das richtig? Das waren jetzt die Sachen. Okay. Gut. Ja, dann können wir jetzt den Switch machen in die zwei Breakout-Sessions. Ich würde gerne auch mal Danke sagen für alle, die da sind zwischendurch. Wir hatten zwischenzeitlich 30 Teilnehmende und jetzt noch 24. Einige haben sich verabschiedet, mussten in andere Sitzungen gehen. Und auf YouTube gibt es auch noch ein paar, unter anderem meine Familie, liebe Grüße. zu den Breakout-Sessions. Die Idee davon ist jetzt, dass wir in zwei verschiedene Gruppen gehen. Das funktioniert wie Gruppenarbeit online, indem ihr euch eine Gruppe auswählen könnt.